Ja, Manuela, schön, dass wir hier zu einem Gespräch treffen können. Ja, Und freue mich. wir wissen noch gar nicht, wie wir das nennen, aber ich habe irgendwie von dir die letzten Tage, also wir kennen uns ja an die Zuschauer, das heißt. Aber ich habe von dir die letzten Tage, du hast irgendwie jetzt auch einen YouTube-Kanal gemacht und ich habe da so einen Beitrag oder so ein Video gesehen, das fand ich unheimlich gut, das habe ich auch, wo du irgendwie davon sprachst, dass man, was war das genau, dass man erst was im Inneren veräußern, verändert und dann verändert sich es auch im Äußeren, also erst im Inneren verändern und danach verändert sich es im Äußeren oder dann kann was im Äußeren passieren so. Und das fand ich sehr gut, weil ja, ich mir irgendwie auch gedacht habe, es gibt viele, viele Menschen, mir geht es ja auch immer wieder so, dass man einfach losfahren möchte oder dass ich losfahren möchte auf Radreise oder auch auf längere Radreise oder dass man, natürlich geht es mir auch bei anderen Dingen so, dass man andere Dinge irgendwie machen möchte. Und dann gibt es aber immer irgendwas, was einen, ja, wieso man dann doch lange braucht, bis man sich dazu durchringt. Also bei mir ist es dann mit manchen Dingen so, dass ich erstmal brauche, bis sowas passiert. Und ja, und dieses Jahr mache ich ja recht wenig, weil ich viel mit dem zum Shop zu tun habe. Ich weiß nicht, ob das ein paar Zuschauer schon mitbekommen haben, aber ich möchte auch trotzdem reisen und ja, das ist bei mir gerade so ein bisschen miteinander, dass ich viel für den Shop machen will, aber es mich gleichzeitig genauso sehr eigentlich in die Natur rauszieht, dass ich irgendwelche Sachen draus unternehmen möchte und ich am liebsten sofort morgen, weiß ich nicht, nach Skandinavien fahren möchte, aber das ja, geht ja aus irgendwelchen aktuellen Gründen, die wir erkennen. Alle ist das sehr, sehr kompliziert und das hält mich etwas davon ab. Und ich fand deinen Satz, um jetzt zum Punkt zu kommen, aber so gut, den ich in einem deiner Videos gesehen habe, dass ich dachte, vielleicht kannst du ja, mir oder auch den Zuschauern, die vielleicht auch alle mal auf Reise gehen möchten und die irgendwas davon abhält oder die raus aus dem Alltag möchten, aus dem Hamsterrad irgendwie. Ja, dass du denen vielleicht so ein paar Worte mit auf den Weg geben kannst, wie die das vielleicht schaffen, sich dann endlich mal dazu durchzuringen, das zu machen in ihrem Leben, was sie wirklich machen möchten. Vielleicht magst du dich auch erstmal vorstellen. Also für die, die mich noch nicht kennen, wie man hört, sicher bin ich aus der Schweiz. Ich heiße Manuela und ich beschäftige mich seit über 20 Jahren mit dem Thema bewusstes Sein und eben auch mit dem Kreieren vom Leben, mit dem bewussten Kreieren vom Leben. Und ich führe seit über 8 Jahren jetzt Seelenhüter, was unter anderem auch Tierbetreuung beinhaltet, aber eben auch Begleitung halt von Menschen auf ihrem Weg zur Bewusstwerdung auch zu sich selber halt. Und ich habe ja dich kennengelernt vor ein bisschen mehr als 3 Jahren. Und ich glaube, was uns zum Beispiel, was wir gemeinsam haben, ist das, was du vorher erklärt hast, dass ich will reisen, ich will den Shop machen, ich will das und ich will das. Und das ist ja für mich jetzt, einfach mit meinen Worten, ist das ein innerer Ruf. Also es ist ein innerer Ruf. Und es gibt Menschen, die folgen dem. Und da gibt es einfach Menschen, wo das halt so ein bisschen ignoriert. Also man hört den Ruf irgendwo, aber man tut es so ein bisschen beiseite schieben. Und das ist ja auch letztendlich das, was unglücklich macht am Schluss und auch krank. Ja, das hat auch sehr viel, unheimlich viel mit einem glücklichen Leben zu tun und dass man irgendwann lernt, dass es nicht nur mit Geld zu tun hat, sondern auch mit denen, dass man einfach das macht, was man mag und sich danach irgendwie sein Leben so ein bisschen aufbaut, ausrichtet oder ausrichtet nicht, sondern dass man einfach seinen inneren, ja, Sachen folgt, wofür man brennt so ein bisschen. Dass das hier damit Ja, zu tun hat. genau.
Und ich denke, der Hauptgrund, warum man das nicht macht, ist einfach, dass man sich selber auch nicht wirklich bewusst ist. Also man ist dann auch irgendwo sich nicht bewusst, so was, dass man alles fähig ist. Und nachher gibt es ganz viele kleinere, also mehrere Gründe eigentlich, die dann Meintest du, Entschuldigung, dazukommen. meinst du gerade, was alles Fake ist? Also nein, so was, als man alles Ach, fähig ist. fähig ist, ja, okay. Ja, genau. Weil wenn man etwas nicht macht, dann macht man das ja, weil man meint, man kann das nicht. Oder weil man meint, die finanziellen Mittel fehlen. Oder man sucht immer im Aussen einen Grund, warum das, das nicht geht und darum macht man es nicht. Und das ist für mich, man ist einfach sich selber nicht bewusst. Man ist nicht bewusst, zu was, was man wirklich fähig ist. Darum rede ich auch immer in meinen Videos und Posts von dieser Seelenverbindung. Die Seelenverbindung ist das, was es am Schluss ausmacht, dass wir einfach uns im Bewusstsein sind, dass wir alles können schaffen können. Es ist egal, was. Es gibt nichts Unmögliches. Außer wir glauben das. Und das ist dann aber unbewusstes Verhalten. Es ist, da ist auch das Urvertrauen nicht vorhanden. Und darum ist es auch so wichtig, dass man zuerst sich wirklich mit der Bewusstwerdung sich auseinandersetzt und die Verbindung mit dem, was man wirklich ist, findet und aber auch aufrechterhaltet. Es gibt ja dann so Phasen, wo man die Verbindung spürt, aber man fällt dann immer wieder ins alte Muster zurück. Okay. Warte Und mal, irgendwie ist es gerade schwer, dir zu folgen und gleichzeitig mir vorzustellen, was ich dich noch fragen, weißt du, wie ich, was ich ja. zurückgeben kann. Ja. Im Grunde genommen gibt es so halt einfach also der ganze Weg ist ja, hat ja verschiedene Schritte. Und es ist ja so, wie ich dir ja letztes Mal auch schon im Gespräch erklärt habe, das ist wie wenn ich nehme jetzt ein anderes Beispiel, ich habe ein Zimmer voll Maschinen. Mit diesen Maschinen wäre ich eigentlich in der Lage, mir ein Wahnsinnshaus zu bauen oder was auch immer, mir zu errichten. Nur die Maschinen, die bringen mir nichts, wenn ich nicht weiß, wie ich mit denen umgehe. Und wenn ich jetzt das aber gelernt habe, wie ich mit denen, wie ich die betätige, wie ich die muss brauchen, dann langt das auch noch nicht, wenn ich es dann nicht mache. Oder? Also das ist für mich so der Weg einfach zur Bewusstwerdung, zu was ich alles fähig bin. Oder ich kann tausende Bücher lesen und ich weiß es, aber das langt noch nicht. Und ich muss dann auch lernen, wie ich das umsetze im Alltag. Und dann muss ich es aber auch machen. Wenn ich weiß, wie ich es umsetze, muss ich es auch machen. Und durch das, dass ich das mache, bin ich das schon, was ich aussenden will. Und dementsprechend kommt das zu mir zurück. Also das Okay. heißt jetzt in dem Fall, wo du meinst wegen dem Reisen, wenn ich muss zuerst mal wissen, was wollte ich denn überhaupt? Das ist ja das größte Problem eigentlich vom Ja. Mensch. Wir wissen gar nicht wirklich, was wir wollen. Also wenn ich dir würde sagen, hey, du hast jetzt 3 Wünsche frei, hopp, sag, Nee. dann ist das echt das Problem zum Teil. Man tut sich viel zu wenig mit sich selber wirklich auseinandersetzen. Man ist einfach immer im Aussen anstatt da innen. Ja, was würde ich machen mit 3 Wünschen? Soll ich dir jetzt darauf antworten? Ich könnte es machen. Ich möchte, dass immer genug Geld vorhanden ist, dass ich mich nie um irgendwelche Versicherungen und sowas kümmern muss, weil die eine Abhängigkeit schaffen. Und
Es wäre schön, ja, weil ich denke dann immer an so Sachen, die ist interessant, wenn man, ja, wir können das Gespräch ja einfach mal so weiterführen, mal gucken, wohin es führt. Was ich noch interessant finde, also erstmal das, dass man da keine Verpflichtung hat, irgendwas zu verdienen, um irgendwelche Versicherungen zu zahlen, weil das finde ich immer schrecklich. Das finde ich immer so gut, wenn man in einer Auslandsversicherung ist. Wir hatten da ja auch mal die Tage schon mal drüber gesprochen, wieso man denn bestimmte Sachen macht, ob man vor was flüchten möchte. Und was ich immer sehr gut finde, wenn man im Ausland ist, dass man diese 400-Euro-Versicherung hat fürs ganze Jahr, Krankenversicherung, 400 € fürs ganze Jahr, die Star Travel, die gibt es leider nicht mehr. Oder die ist jetzt unter einem anderen Namen. Oh, jetzt habe ich Werbung gemacht. Nein, keine Werbung gibt es ja nicht mehr. Und ich finde immer, also für mich war das mal so, wenn ich diese Versicherung hatte, dann konnte ich aus der gesetzlichen raus und war in dieser Auslandskrankenversicherung oder Reiseversicherung eher gesagt, weil eine Auslandskrankenversicherung ist nur was komplett anderes. Und damit kannst du erstmal, hast du dir für 400 € einfach dein Ich bin Mensch und ich kann jetzt einfach nur sein. Und ich kann alles machen, was ich will, gekauft. Das finde ich immer so, ja, interessant. Also Keine Verpflichtung. mit anderen Worten, Unabhängigkeit und Freiheit, oder? Genau, die habe ich mir mit diesen 400 € gekauft. Ich habe Ja. keine Kosten. Ich kann einfach machen, was ich will. Ja. Aber ich bin der Meinung, also es ist einfach meine Ansicht, dass jeder strebt genau das an. Also Seele, durch das, dass sie sowieso schon frei ist und jetzt da auf der Erde ihre Erfahrungen macht in der Begrenzung, Seele sehnt sich immer nach dieser Unabhängigkeit und nach dieser Freiheit. Und deine Unabhängigkeit und Freiheit sieht es so aus, dass du willst durch Gegendreisen, dass du willst in dieser Art unabhängig sein. Und das mit deiner Versicherung ist ein riesiges Thema für dich. Und das Ding ist aber, jeder hat die Intention in sich inne, aber jeder lebt das auf seine Art. Und dann muss ich nochmal einen kleinen Einwurf machen. Mein Ziel ist es eigentlich, oder mein Verlangen ist es einfach, diese Freiheit zu haben. Ob ich diese Freiheit nun in Deutschland habe oder ob ich sie im Ausland habe, tja, für mich ist es immer so, dass man im Ausland, weil wenn man in Skandinavien ist, noch viel mehr die Freiheit hat, irgendwo wild zu zelten und wild Feuer zu machen und da seine absolute Freiheit so genießen kann, weil man einfach zelten darf, weil einen niemand stört, weil man im Meer angeln kann, weil man diese grenzenlose, weite Natur hat und nicht diese Begrenzung wie in Europa zum Beispiel. Entschuldigung, in Deutschland, wo es Begrenzung gibt. Aber es gibt ja auch in Deutschland teilweise auch wiederum auch Freiheiten, die ich jetzt neu entdecke. Aber in den skandinavischen Ländern ist diese Freiheit einfach viel größer noch, weil man viel weniger Regeln hat, sage ich mal. Oder weil man viel mehr Freiheiten noch mehr hat. Also ich genieße diese Freiheit auch sehr in Deutschland, wenn ich dazu die Möglichkeit habe. Also das finde ich eben auch interessant, weil ich zum Beispiel mache das auch, aber auf meine Art. Ich habe mich total unabhängig gemacht mit meiner Selbstständigkeit. Ich lebe so frei jetzt, wie ich es mir früher nie hätte erträumt. Also ich hätte ja nie gedacht, dass das überhaupt möglich wäre. Ich wäre nicht einmal auf die Gedanken gekommen. Und das trotzdem, dass ich drei Kinder habe. Also was ich meine, ist einfach eben, jeder strebt das an. Man muss nur herausfinden, wie sieht denn der Weg aus? Für Ja, was brenne ich, oder? das kann ich auch gerade gut nachvollziehen, weil ich habe das auch gerade mit dem Shop, dass ich diesen Etsy-Shop habe. Und ja, dass man sieht, das, was man macht, verkauft sich. Und auch, man kann das so machen, wie man möchte. Und man kann davon leben.
Und man ist sonst so frei, wie du es gerade auch meinst. Ja, und das ist auch total schön. Also stimmt, da kann ich das auch nachvollziehen. Beziehungsweise dann habe ich ja sogar, oder jetzt das Neue dazu, diese neue Freiheit oder meine neue Ansicht davon in dem Sinne. Genau, und das ist auch meine Erfahrung übrigens, dass umso mehr du da innen hörst, umso mehr du der inneren Stimme auch folgst und deiner Freude und Begeisterung folgst, desto mehr kommt dazu. Also ich habe jetzt auch mittlerweile zwei Unternehmen, habe ich nie so geplant, hat sich so ergeben. Alles hat sich so ergeben. Darum meine ich, wir müssen nicht im Aussen krampfhaft irgendetwas zurechtbiegen und machen. Das ist immer nur da innen. Es ist immer nur die Frage, folgen wir dem? Und dann, es ist wirklich schwierig, manchmal zu erklären, aber ich habe es erlebt und du erlebst das ja jetzt auch. Es ergänzt sich Es ist immer mehr die, Sachen. ja, und es ist die größte Freiheit, ja. Also es ist ja, es ist die größte Freiheit, einfach nur das zu tun, was man tun möchte. Für So. das sind wir da. Also für mich gibt es keinen anderen Grund, warum wir da sind, als genau das zu leben, für was man gemacht ist. Also du bist jetzt der, der durch die Gegend reist und den Menschen irgendwelche Plätze zeigt, deine Erfahrungen. Also deine Erfahrungen, dort bist du Experte. Oder? Also das ist so. Das, was du erfahren hast, das, was für das, was du brennst, wo dich fasziniert, dort bist du Experte. Und wenn man das aus dem Herz heraus erlebt, dann wirst du auch genau die Leute erreichen, wo das anspricht, wo die gleiche Frequenz hat, wo die gleiche Schwingung hat. Also wenn ich Ja. jetzt den ganzen Tag mich aufrege, ab meinem Kind zum Beispiel, und das Leben echt anstrengend und doof finde, dann ziehe ich auch genau die Situationen und Menschen an auf dieser Frequenz. Es ist ein Teufelskreis. Also darum, ich bin die Einzige, wo mein Leben gestaltet. Jeder ist. Darum habe ich letztes Mal einen Post gemacht. Ich musste es raushauen. Auf Viele werden das Instagram nicht oder? hören. Meistens auf Facebook und Instagram, ja. Ja, ich weiß, du bist Viele jetzt neu auf Instagram, aber machst du das jetzt auch, dass du beide auf beiden Plattformen gleichzeitig so hast? Oder ist immer, finden die Leute bei mir auf Facebook eher so? Weil da bin ich ja persönlich jetzt gar nicht mehr. Ja, ich habe das meiste immer auf Facebook gemacht, auch immer noch. Das ist immer noch so. Aber ich mache das jetzt immer parallel. Also es wird Okay. auf beiden gepostet. Ich stehe auch nicht so auf Begrenzungen und so. Das soll raus, raus, raus. Aber ich musste es bringen, weil viele wollen das nicht hören. Aber ich habe dort nur geschrieben, wenn man unbedingt Entschuldigen braucht, ganz egal für welche Situation oder für was auch immer, dann muss man leider sich selber nehmen, weil du hast das schlussendlich verursacht. Also du, oder? Das ist ja das, was wir jetzt vorher geredet haben. Du tust eine Schwingung aussenden und du ziehst das an. Oder? Das trifft sich. Ja. Ah, ja, okay. Okay, ja, klar. Mit dem, wenn man schlecht drauf ist, ist man dann auch schlechte Leute. Oder wenn man immer nur schlecht drauf ist, sozusagen, dass man dann auch dementsprechend andere anzieht, die sich auch nur aufregen, als Beispiel. Das Ja, meintest du ja. also es überwiegt eigentlich Mehrheit, oder? Wenn ich jetzt 100% gesehen, wenn ich jetzt 51% positiv bin, dann wird auch mein Leben wirklich eher in die positive Richtung laufen. Und wenn es halt negativ ist, 51%, dann stelle ich mir auch eine eher negative Zukunft. Aber das ist Ja. Eigenverantwortung, oder? Da muss jeder wirklich in die Eigenverantwortung kommen. Und dort hilft es, wenn wir die Verbindung mit dem, was wir eigentlich wirklich sind und nicht mit dem begrenzten Menschsein, uns verbindet einfach.
Da könnte man jetzt ganz spirituelle Bezeichnungen brauchen, aber ich finde, das braucht es gar nicht. Man kann auch wirklich auf dem Boden bleiben. Aber letztendlich ist es so, wie man glaubt. Ja, dem was man, wie man glaubt. Wie und an was man glaubt. Also, wenn ich glaube, ich bin der Mensch, wo beschränkt ist mit seinen Ängsten und Sorgen und Zweifeln, dann erlebe ich auch ein beschränktes Leben. Ich habe beschränkte Möglichkeiten. Das ist ja logisch. Also wenn ich Zweifel und Ängste und Sorgen habe, dann ich mein Leben stark eingrenzen. Bin ich aber mir bewusst, dass ich alles kann, weil ich kann ja selber entscheiden, was ich aussende. Und das Ja, kommt auch zu mir zurück. ich muss gerade dran denken. Das habe ich mir auch sehr lange, also letztes Jahr, dieses Jahr ist es komplett anders. Ich habe das immer mit dem Wildcampen gehabt, dass ich mir immer so viele Gedanken gemacht habe. Und dieses Jahr ist das komplett anders. Ich gehe da total, also ich weiß nicht, woher diese Umstellung kommt, aber letztes Jahr war ich da immer. Ja, also die ganzen Jahre davor eigentlich immer recht vorsichtig, weil ich halt schlechte Erfahrungen hier mal gemacht habe, dass einen irgendwie einer angemacht hat und dass man da nicht zählen darf oder weil ich irgendwie hier Sachen gelesen habe. Aber im Grunde genommen macht einen diese Einstellung auch total viel kaputt, weil man sich immer so viele Gedanken macht. Und ich weiß nicht, woher diese Änderung kommt, aber seitdem ich dieses Jahr unterwegs bin, habe ich das überhaupt nicht mehr und ich denke mir immer, ja, wird schon alles okay sein. Passiert nichts. Nö, ist alles in Ordnung. Wenn es jemand stört, dann wird er sagen. Ja. Ja. Und was ich vorhin noch, vor ein paar Minuten, da hatten wir noch was man aussendet, gesprochen. Da, ja, ist es auch immer wichtig, dass man dann irgendwie doch, oder finde ich auch so ein Stichwort, Authentizität, sehr, sehr wichtig, dass man sich so gibt, wie man ist. Ja. Ja, das hat ja auch mit dem zu tun, wenn ich jetzt einen Wunsch habe, wenn ich jetzt das Gefühl habe, hey, ich will reisen. Aber ja, komm, das wird eh nicht funktionieren. Ich schiebe das mal auf die Seite. Da bin ich ja eigentlich nicht ehrlich mit mir selber. Also, ich bin dann schon eigentlich nicht authentisch. Ja, und ich glaube auch, wenn die das auf die Seite schieben, dann wollen sie, es ist einfacher, das glaube ich bei vielen, weil wir das jetzt eben als Einstiegs- oder Grundthema so hatten, dass wir irgendwie ins Gespräch kommen. Ich glaube, bei vielen ist das dann auch, dass es vielleicht einfacher ist, das einfach zur Seite zu schieben und zu sagen, nee, ich mache das dann oder ich mache das, wenn ich in Rente bin oder sowas. Es ist Komfortzone, oder? Das Ding Ja. ist halt, wenn wir unserem Herz folgen wollen, dann müssen wir uns schon auf Sachen einlassen, die wir noch nicht können von früher. Oder dann müssen wir wirklich springen. Also ich sehe mich dann immer so auf einem Berg und ich muss jetzt wirklich mit meinem Fallschirm dort springen. So, ich weiß nicht, was dort kommt. Mein Verstand kann dem auch nicht mehr, der kommt nicht mehr machen. Also der kann das auch nicht greifen und es gibt ja keine Sicherheiten mehr. Gerade das mit der Versicherung ist ja auch so ein Thema, dass jeder will immer alles versichert haben. Es gibt am Schluss keine Am Sicherheiten. liebsten gar nicht, am liebsten gar nicht. So, wo waren wir stehen geblieben? Fallschirmspringen. Ja, Fallschirmspringen. und ja, genau. Also die Herzenssachen, das sind nicht so Sachen, die wir von früher kennen. Das sind ja neue Sachen. Also wir müssen uns trauen, oder? Da braucht es Urvertrauen. Wenn du aber wirklich bei dir bist und Oh, nicht in warte der... mal, ich muss mal ganz kurz, sorry, ich muss mal an meinen Ofen, ich habe da noch Hafer drin. Okay. Noch alles gut. Gut, jetzt muss ich dich mal wieder sehen. So. Genau. Urvertrauen. Also das Ding ist ja, wenn wir halt so in dem im Verstand sind, also dass es vielleicht jeder versteht, was ich meine. Wir haben jetzt das Verstandesleben und wir haben aber auch das Herzensleben. Und wenn wir im Verstand sind, dann gibt es Sorgen, dann gibt es Ängste, dann gibt es Zweifel und
Der will immer in dieser Komfortzone sein, alles, was er schon könnte. Und wenn wir aber uns auf einen Herzensweg begeben wollen, müssen wir bereit sein, das loszulassen. Also, wir müssen bereit sein, das loszulassen und ins Vertrauen zu kommen. Und der Mensch, der braucht immer so Erfolgserlebnis. Das ist mega wichtig. Das ist ja so die Erfahrung, die viele machen, wenn sie sich so in so Dankbarkeitsübungen hineinbegeben, zum Beispiel, oder was auch immer. Wenn man das nämlich mal macht, so eine Zeit lang, dann macht man so Erfolgserlebnis und merkt so, das lohnt sich wirklich, den Weg zu gehen. Also, vor was habe ich eigentlich Angst gehabt? Oder? Aber man Ich habe braucht die das, ich habe das, Erfolgserlebnis. ja, ich habe das mit den, das könnte man jetzt eins zu eins theoretisch auf dieses, also für mich persönlich jetzt auf dieses Weltcampen anwenden. Weil damals habe ich immer einen Verstand gehabt, dass ich immer dachte, oh, jetzt muss ich mich verstecken irgendwo und extra vorsichtig sein. Man kann ja vorsichtig sein. Aber also jetzt sehe ich das viel, viel entspannter irgendwie und habe dieses Herzensvertrauen oder aus dem Herz raus. Das kann man, also finde ich für mich persönlich gerade, kann ich direkt darauf anwenden, dass ich nicht mehr so viel mit dem Kopf denke, dass ich zwar denke, okay, wo könnte ich hingehen, aber ich mache mir da nicht mehr so einen Stress wie vorher, sondern ich kann das wirklich alles entspannter sehen. Ja, das passt Und sehr. bist du jetzt auch schon so unterwegs gewesen mit dem Ja, Vertrauen? Und was hast du für genau. Erfahrungen gemacht? Also ist da Nur irgendetwas gute. negativ? Ja, Alles genau das ist es. entspannt. Genau das ist es. Also, und wenn man das genug manchmal erlebt hat, immer wieder erlebt hat, vertraut man immer mehr. Und man geht nur noch diesen Weg. Also, ich habe es so erlebt. Ich meine, hey, vielleicht kannst du dir vorstellen, ich bin alleinerziehend, habe 3 Kinder. Ich habe Verantwortung für 3 Kinder. Jeder, der mir bei meinem Leben zugeschaut hat, wie ich das so mache, hat sich wahrscheinlich an den Kopf gelenkt und den Kopf geschüttelt und wird gedacht haben, Gott, ist die, wie sagt man, verantwortungslos. Aber ich habe einfach irgendwann gemerkt, wenn ich dem folge, also ein gutes Beispiel ist bei meinem zweiten Kind, habe ich einfach den Job gekündigt. Ich habe gefunden, ich wollte jetzt das mal anders machen. Ich habe mein erstes Kind echt viel abgegeben, weil ich bin arbeiten, ich bin meiner Verantwortung nachher und alles. Und beim zweiten Kind habe ich gefunden, ich kündige jetzt mal den Job, das stimmt für mich. Ich schaue dann, es wird schon irgendwie etwas wird kommen. Also voll im Vertrauen, weil was kann mir dann schon passieren? Oder? Ausser halt Sozialamt. Oder das wäre jetzt das Schlimmste, was passieren kann. Aber ich habe mir die Zeit nehmen für meinen Sohn. Und ich habe das gemacht. Und zu was hat das schlussendlich geführt? Zu meiner Selbstständigkeit. Da hat sich eins ums andere ergeben. Also meine Selbstständigkeit mit der Tierbetreuung hat ja mit einem kleinen Inserat angefangen. Ich habe keine Ahnung gehabt, auf was ich mich hier einlasse, wenn ich mich bei dieser Familie melde. Und jetzt führe ich das 8 Jahre lang. Wir leben übrigens alle von dem, problemlos. Und hey, wenn ich jetzt den sicheren Verstandesweg gegangen wäre, so wie es das System verlangt und auch alle oder viele halt machen, ich wäre heute nicht selbstständig. Ich hätte zu viel verpasst. Ich werde nicht irgendwann am Schluss auf meinem Sterbebett liegen und sagen, gut, ich habe alles erfüllt, was die anderen von mir verlangt haben. Ich bin da schön mit der Norm mitgegangen. Ich habe alles so gemacht, wie es alle so machen. Ist gut. Ja. Glücklich bin ich zwar nicht so gewesen, aber ich habe alles erfüllt. Also für das bin ich nicht da. Und Ja, also. das ist auch der Grund, warum, sorry schnell, aber das ist der Grund, warum ich eben das alles mache mit meinen Videos, weil ich gerne die Leute ermutigen einfach zu dem, weil sich das lohnt und weil ich der Meinung bin, dass man genau wegen dem da ist. Ja. Das zu machen, was man wirklich machen möchte. Ja, es hat jeder seine spezielle Aufgabe da auch. Die findest ja du nicht raus oder die lebst ja du nicht, wenn du mit irgendetwas mitlaufst, oder? Ja.
Und ich werde nur noch ganz kurz sagen, das Schöne ist ja am Ganzen, nur weil vielleicht viele Leute das Gefühl haben, ich bin, oder das Gefühl haben, ich bin verantwortungslos. Also, was ich meinen Kindern zum Beispiel mitgebe, ist ja genau die Werte. Also, auch meine Kinder zählen völlig frei ihre Aufgabe, die sie hier angenommen haben und wo sie ausleben wollen, ausleben. Also, ich erwarte auch von ihnen nicht, dass sie da irgendwie den normalen Weg gehen oder was auch immer. Ich tue halt mit dem auch ihnen meine Werte vermitteln und weitergeben. Ja, ich musste gerade vorhin, da wollte ich aber nicht oder konnte ich dich schlecht unterbrechen. Da hast du auch gesagt, ja, was kann denn das Schlimmste ist, was passieren kann. Ich habe, glaube ich, im Januar habe ich mal so ein kommentiertes englisches Video angeschaut von einem, der meinte auch, was. Ups, angewendet. Was ist denn das Schlimmste, was einem passieren kann? Und der meinte, ja, man wird in den Ländern, wo man das hier anschauen kann, oder die Leute, die das hier anschauen können, die in, weiß ich nicht, Deutschland, Österreich, Schweiz oder vielleicht auch nur woanders sind, die werden immer irgendwie irgendwo etwas zu essen haben. Und die werden bestimmt immer irgendeine Person kennen, wo man mal einfach ja, bei Freunden irgendwie mal wohnen kann. Oder es wird sich immer irgendetwas ergeben, wo man sein kann. Und man wird immer irgendeine Möglichkeit haben, um an Essen zu kommen. Genau, und dann kann man einfach genau das machen, was man möchte. Und wenn man einfach mal 3 Monate Bücher liest oder so und sich dann im Klaren ist, was man denn wirklich machen möchte. Also das ist ja sowieso wichtig, dass man mal zuerst, wir sind ja immer so im Aussen einfach fokussiert. Wir schauen immer, was aussen alles läuft oder eben auch nicht läuft oder was auch immer und vergisst einfach sich selber. Und darum ist es ja auch wichtig, das wird der Grund sein, warum viele sich eine Auszeit nehmen oder irgendwo in ein Kloster gehen oder was auch immer, wie auch immer man das gestaltet. Aber man muss ja auch mal zuerst auf sich, in sich hineinlassen und wissen, was man überhaupt will. Also, das ist wirklich das grösste Problem, glaube ich, dass, ja, dass man gar nicht weiß, was man will. Dass man das sich, und ich bin mir das auch nicht immer bewusst gewesen. Also, obwohl ich immer. Also wenn ich jetzt zurückschaue, sehe ich den roten Faden. Das ist übrigens auch so wirklich ein spannendes Thema. Es gibt einen roten Faden, wo durchs Leben zieht. Aber meistens sieht man den erst später, wenn man zurückschaut. Also ich wäre jetzt früher nicht auf die Idee gekommen, dass ich ein Tier betreuen könnte, weil ich ja Tiere schon immer gerne hatte, seit ich kann. Ich konnte noch nicht einmal laufen, hat mich Tier fasziniert und weiss nicht was. Ich wäre nie auf die Idee gekommen. Also ich habe auch nicht im tierischen Bereich eine Lehre gemacht oder so etwas. Nicht. Es wäre mir nicht in den Sinn gekommen. Und auch das, so ein bisschen das Helfer-Syndrom, das ich schon immer hatte, als Kind auch in der Schule. Ich habe immer die Ausgeschlossenen. Ich bin immer gerade sofort in die Richtung. Und habe die genommen. Und, also ich habe immer, also wenn ich jetzt zurückschaue, ist das so klar eigentlich und es passt so zu dem, was ich jetzt mache. Ich hole gerne die Leute dort ab, wo sie halt, sie sind unzufrieden, sie sind unglücklich und es ist mir ein Bedürfnis, für die, die wollen, nur für die, die wollen natürlich, einfach die Hand zu reichen und irgendwie ein Wegweiser zu sein. Und das ist so ein roter Faden, wo sich durchzieht. Und da lohnt sich, herauszufinden oder suchen in seinem Leben. Ja, ich erinnere mich immer, da wurde ich damals mal gefragt, da war ich beim Angeln als Kind, dann meinten meine Eltern, was willst du denn machen? Was willst du denn mal werden? Und da meine ich nur, ne, ich will hier immer am Wasser sitzen und angeln. Ja, aber wofür willst du denn leben und so? Und dann meinte ich, ja, ich angle noch Fisch, und weil ich es einfach so schön in der Natur fand. Ja, Aber wo mich das genau. jetzt auch noch hinführen wird, wer weiß. Mal schauen, wie sich das noch alles entwickelt.
Aber du machst ja jetzt auch eben den Shop, den du erwähnt hast. Du machst ja jetzt auch Sachen aus Naturmaterialien, oder? Ja, Unter ich finde das. anderem. Ja, diese Kreativität habe ich, glaube ich, ich weiß nicht, ob ich diese Kreativität mit 16 oder mit, wie alt war ich da? Jetzt war ich da 12, wo ich diese Aussage gemacht habe, oder 13? Keine Ahnung. Die Kreativität kam bei mir ein bisschen später. Die kam, glaube ich, erst so mit, ich glaube, mit 16 oder so. Da habe ich mich mit Photoshop, habe ich mich da beschäftigt. Und dann hieß es immer, nee, das kannst du nicht, da brauchst du dann ein Studium für und so lässt man sich so ganz viel von irgendwelchen Dingen abbringen, die man dann nicht macht, wo man eigentlich total dafür brennt. Und ja, bei mir war es dann, ja, war sehr interessant, wenn man sich dann so gut mit den Programmen auskennt, dass man dann halt allen anderen dann immer irgendwie zeigen kann, wo was zu finden ist. Also so war was das bei mir dann. Ja, mit der Kreativität, das dann, glaube ich, eher mit dem Handwerklichen, oder dass ich irgendwie was, ja, gerne so erschaffe, oder weiß Genau. nicht, wie man das nennen kann. Was mir jetzt noch gerade in den Sinn kommt, weil wir letztes Mal davon geredet haben, ist das mit der Intention. Gell? Es geht ja, es ist ja so, dass ich finde, es sind so, könnte man noch ein bisschen auseinandernehmen, weil du hast jetzt gerade gesagt, so für das hat mich immer interessiert oder das hat mich einfach das hat mir Spaß gemacht, das hat mir Freude gemacht. Und das zeigt schon mal die Richtung, obwohl das dann auch noch ganz viel Richtige kann einschlagen. Genauso das wie bei mir mit der Betreuung. Oder? Ich liebe es einfach zu begleiten. Jetzt, heute mache ich das mit dir und Menschen. Das sind zwei ganz komplett verschiedene Welten, aber es ist die gleiche Geschichte eigentlich. Einfach auf verschiedene Varianten. Und was wichtig ist, um dann aber auch wirklich mit dem Erfolg zu haben, also es hat jetzt wieder mit dem zu tun, mit der Schwingung, die ich rausgebe. Also die Schwingung, die ich selber einnehme und rausgebe und empfange, ist ganz wichtig, die Intention. Was ist deine Intention, wenn du irgendwelche Sachen kreierst und die verkaufst? Ja, das Was habe ich willst auch du schon mal, auslösen? das habe ich letztes Mal auch, genau, da habe ich was anderes Interessantes gesehen, und zwar, ich weiß nicht, ob das im Video passt, ich kann es ja trotzdem mal erwähnen, und zwar drehte es sich da um Geldmagie, habe ich so ein YouTube-Video gesehen, und da hieß es immer, Geld ist einfach nur eine Form von Energie, und was will ich denn mit dieser Energie machen? Möchte ich mir davon irgendwie was Lamborghini kaufen und irgendwo rumfahren, oder möchte ich damit irgendwas anderes tun, oder so. Auf jeden Fall, was ich in der lange Zeit gemacht habe, ich mache es heute sogar immer noch. Ich sage, wenn ich eine Bestellung im Shop bekomme, dann bedanke ich mich beim Universum, dass ich eine Shop-Bestellung bekomme, weil ich mich so darüber freue, und das, ja, und Genau. irgendwie tut das gut auch so. Ja, das ist auch ein wichtiger Punkt, das mit der Dankbarkeit. Das Problem ist ja, dass für uns ja im beschränkten Verstand ist einfach alles so selbstverständlich. Oder wir können etwas nehmen, wo wir immer machen, wo jeder immer macht, und das ist zum Beispiel das Atmen. Für uns ist es einfach selbstverständlich, dass die Luft da für jeden da ist, und zwar grenzenlos. Ist einfach selbstverständlich, wir schnaufen und schnaufen und schnaufen. Wer ist denn schon dankbar für die Luft, wo uns zur Verfügung steht, dass wir überhaupt die Erfahrungen da machen können? Also Dankbarkeit ist eine Wahnsinnsgeschichte. Mein drittes Buch übrigens beinhaltet auch wirklich einen grossen Teil von dem, aber es geht einfach darum, wir sind reich beschenkt. Wir müssen nur wieder wissen, wie man es anwendet. Wir müssen uns nur wieder daran erinnern, wie man es anwendet. Und Dankbarkeit ist nur eins von, ich weiß auch nicht, wie vielen Geschenken, die wir da bekommen haben. Und aber zu der Intention nochmal zurückzukommen,
ich muss mir bewusst sein, was ich bei dem, was ich mir wünsche. Also sage ich nehme mal das Thema wieder mit dem Geld. Ich wünsche mir Geld. Im Prinzip wünscht Seele da innen wünscht sich nicht das Geld, sondern sie wünscht sich die Emotion, das Gefühl, wo mit dem in Verbindung ist. Also wie fühlt sich das an, wenn ich reich bin? Oder wenn ich mehr als genug Geld habe, dann sind wir wieder bei der Freiheit, bei dem unabhängig sein, beim, weißt du, was ich meine? Und das Gefühl, dass wir zuerst in uns innen leben. Ja, okay. Also was ich damit verbinde, ich verdiene jetzt nicht, weiß ich nicht, unendlich viel, sondern ich weiß nicht, ich verdiene ein bisschen was und ich baue das auch noch weiter aus, dass ich ein bisschen mehr verdiene, aber alleine dieser Betrag, der da reinkommt, der reicht mir persönlich. Ich bin voll dankbar dafür und genügsam, weil mir alles, das hat vielleicht auch was mit was anderem zu tun, aber bei mir ist es so, dass mir alleine dadurch, dass ich machen kann, was ich mag und ich Freude daran habe und ich mich nicht überarbeiten muss, sondern meinen Tag so gestalten kann, wie ich möchte, reicht mir das persönlich irgendwie fast schon so einfach aus. Also ich kann davon leben und es reicht mir. Ich will ja gar nicht so viel unendlich viel verdienen. So. Aber ja, aber es ist auch okay, wenn man unendlich viel hat. Also das ist zum Beispiel so ein Glaubenssatz, ja, wo viele haben, oder? Ja, ich brauche nicht so viel. Ist okay. Nee, das sage ich nicht. Nee, das also ist ja das meine ich jetzt auch nicht. Ich meine nur so, alleine das ist für mich so eine große Erfüllung, einfach so, weil ich einfach frei sein kann. Ja, so. Ja, genau. Es ist ja auch Wertschätzung, oder? Ich meine, du machst das, was dir Freude macht, du machst das, was dich begeistert und die Leute kaufen das sogar noch gern. Ich meine, das ist eine mega Wertschätzung dem gegenüber, was du machst aus dem Herzen. Das ist mega. Also das Gefühl ist sowieso nicht zu bezahlen. Zahlbar, weißt du, was ich meine? Ja. Also das geht mir auch so mit dem, was ich mache. Also das Geld ist eine wunderbare Nebensache, aber das Gefühl, wo einem vermittelt wird, das ist unbezahlbar. Oder? Aber ich kann es nur kurz ansprechen, weil einfach viele so ein bisschen sich klein halten, indem sie finden, ja, ich brauche nicht so viel. Oder ich brauche nicht so viel, das ist okay, aber dann wird man auch nie wirklich viel bekommen. Man darf sich da wirklich auftun und sagen, ich bin mir alles wert. Alles. Ich bin mir alles wert, was ich mir wünsche und was mir gut tut. Und es ist egal, wie viel es das kostet, zum Beispiel. Und dann tue ich da, mich da auch. Da hattest du letztens auch auf einen Satz gesagt. Du musst es dir erst wert sein. Nee, war das ein Satz? Du musst es was dir erst bist du dir wert? Oh, nee, du hast einen Beitrag geschrieben, da stand irgendwie drin, genau, hier steht's. Wenn du ein traumhaftes Leben möchtest, musst du dir es erst zuerst wert sein. Genau. Ja, viele tun sich selber klein halten, indem sie eben im Verstand sind und finden, ja, das ist zu teuer oder ja, das geht eh nicht oder was auch immer. Man sucht immer irgendwelche Gründe, man tut sich selber nur klein halten. Die Frage ist, okay, was man sich selber wert ist. Man muss sich selber zuerst das wert sein, dass es überhaupt das Leben das kann bringen kann. Wie soll dir das Leben etwas bringen, wo du dir selber nicht wert bist? Okay, das mit dem Wert sein und irgendwie muss man sagen, das ist zu teuer, das triggert mich jetzt natürlich, weil ich immer recht genügsam bin einfach.
Darum habe ich es angesprochen halt, oder? Weil man darf auch wirklich gigantisch träumen und man darf auch gigantische Pläne haben. Man soll sich nur nicht aufhalten vom Verstand. Ach so, ja, ich hatte das jetzt eben gerade als Anschaffung gesehen, wenn man sich irgendwelche teuren Sachen ständig kauft. So. Ja, aber das ist aber auch wenn, okay. Wenn man, ja, aber wenn man es nicht hat? Was? Nein, nein, man muss natürlich zuerst die, die Energie in sich innen ja schaffen, dann hat man es auch. Also, ach so, ah, okay. Oder? Also du kannst ja nicht, nein, das ist sowieso das Schlimmste, was man machen kann, Schulden. Oder ja, irgendjemandem ja. Etwas schuldig sein. Der andere, der bist sowieso auch du. Also wir sind, also jetzt geht es ganz tief, oder? Aber wir sind ja alle eins. Und wenn du irgendjemandem etwas schuldest, dann schuldest du dir das selber am Schluss. Also das ist das Gleiche, wie wenn du jemandem etwas antust, dann machst du das dir zu leid. Also dann tust du dir zu leid. Es kommt immer alles wieder zurück. Alles. Okay. Alles. Alles. Also, aber wenn du die Voraussetzungen in dir innen schaffst, indem ich weiss, ich bin mir alles wert, was ich mir wünsche und was mir gut tut und auch anderen gut tut, das ist grenzenlos. Aber dann, weißt du, ich meine, das Leben bringt dann auch die Situationen, Begebenheiten, Chancen, dass es dann auch zu dem kommt. Also, oder? Wenn Dass wir du zuerst dir, dass wenn du das, die innere Einstellung hast, dass du, dass das im Äußeren dann noch klappt, sozusagen. Du musst zuerst in dir innen den Zustand, den du dir im Aussen wünschst, Dann musst du zuerst in dir innen leben. Verstehst? Wenn ich mir alles wert bin, dann sagt das Universum, ah, okay, gut, da ist dich jetzt alles wert, dann können wir ihm ja alles bringen. Aber wenn ich immer denke, oh nein, das kann ich ja nicht bringen und das geht ja nicht oder? Dann, okay. Dann denkt das Universum, okay, dann nicht. Ah, okay. Weil, ja, und das ist wirklich das Problem, dass viele haben einfach so ein bisschen die Mühe, die Grenzen zu sprengen in sich innen. Also das sind Grenzen, die wir uns selber bauen. Mauern, die wir uns selber bauen. Begrenzungen. Ja. Ja, also ich verwende das gerade aufs Reisen, ja. Also jeder stellt sich also seine eigenen Sachen dazu vor, wenn man Grenzen baut und meint, das und das kann man nicht, aber im Grunde genommen kann man alles, ja. Man kann alles, ja. Wenn man es glaubt. Okay. Es ist Ja. Ein Riesenthema. Ich meine, wir können ewig darüber reden. Auch gerade das Ganze mit dem Manifestieren. Ja, aber zuerst muss man mal so die Grundvoraussetzungen schaffen und nachher kann man nämlich auf dem, in der Energie alles bewusst manifestieren, anziehen, kreieren, wie auch immer man das wird nennen. Okay, ja, super. Ja, klasse. Ja, dann wäre das vielleicht, glaube ich, erstmal ein super erstes Gespräch, was wir hier geführt haben. Ja, wer mehr über dich erfahren kann, kann hier gerne auf deinem YouTube-Kanal vorbeischauen. Und ich glaube, du hast jetzt, ja, beziehungsweise, ich glaube es nicht, ich weiß es, du hast schon zwei Bücher geschrieben und sitzt gerade am dritten. Das erste war über die Partner, nee, das erste war bei deinem Herzens, dem Herzensweg folgen, so in der Art. Und das zweite war ich hasse so Zauberspiegel. Nennen, ja. Und das zweite war Zauberspiegel-Partnerschaft. Ja, genau. Das möchte ich auch gerne noch lesen. Ist leider noch nicht da, hängt noch irgendwo bei der Post fest. Und ja, und es folgen ganz viele weitere schon noch. Die findet man auf deiner Webseite. Genau, ja. Okay, ja. Und wer sonst gerne mehr von Manuela erfahren möchte oder sich gerne auch Tagesinspiration oder sowas holen möchte oder Beiträge sehen möchte, findet sie auf Instagram und bei Facebook. Die Links packe ich unten ins Video und ja, ich danke dir vielmals, dass wir hier dieses schöne Gespräch führen konnten. Ja, und danke dir. Vielleicht finden wir mal wieder ein anderes Thema. Also wir haben ja
und habe viel zu erzählen. Ja, sehr gern. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke, ciao.